Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge AQ Plus. Danke nochmal für die ganzen Kommentare. Vielen lieben herzlichen Dank. Ihr wart also einverstanden, wo ist die Maschine wieder hin, dass ich diese Maschine Duplikator, dass ich die weiterhin benutze. Dankeschön schon mal dafür. So, dann kommen wir ganz kurz, genau. Ach ja, und dann habe ich nochmal einen Tipp bekommen wegen der Kaktussuppe. Ja gut, das muss ich halt wieder da hinstellen. Die Kaktussuppe, sind die Dinger nicht frei? Na egal, die ist auf jeden Fall da, damit sie nicht mehr so aggressiv mir gegenüber sind. Aber naja, und ihr fandet die Zähmung, also ich habe einen Kommentar gelesen, ne? Top 10 der crazy Zähmungen, die ich je gemacht habe. Und ja, ich fand auch, die war echt gut und Respekt, dass ich die überhaupt gemacht habe. Ja, gut. Dann, wo ist denn mein Griffin? Ist das der hier? Ich glaub schon, wa? Ja, ich habe jetzt hier leider nur Weibchen, aber wir werden es so machen, dass Peter Griffin wird der hier jetzt genannt. So, das ist Peter Griffin. Und ich denke mal, ich werde das Geschlecht auch noch ändern, damit wir halt Kinder halt machen können. So, wäre ziemlich nice. Oder halt, ja, eigentlich können wir duplizieren. Ist eigentlich viel chilliger, oder nicht? So, dann, genau, gehen wir ganz kurz zum Turkey hin. Denn ich habe wieder vom selben halt Informationen bekommen. Die Eggs sind im Inventar. Dann gucken wir doch ganz kurz mal. Oh, es stimmt. Ja, auf jeden Fall, ja. Vielen lieben herzlichen Dank. Danke, dass ich die ganze Zeit falsch lag. Aber endlich hat es dir aufgeklärt, dass es so funktioniert. Warum wurde das nicht gleich am Anfang angeschrieben, hä? Nee, aber ey, cool. Da gucken wir doch ganz kurz mal, was da drin ist. Dann, mach mal bitte mehr hier. Gibt's hier irgendwas, damit es halt schneller geht? Mach mal mehr Eier. Aber der Server war die ganze Zeit online. Warum geht das halt so langsam? Ja, das ist ja schon komisch. Aber naja, ist egal. Dann schmeißen wir das Ei ganz kurz mal da rein und gucken. Hä? Random Alpha Spawn Tour. Ich mach jetzt. Ich hab's gemacht! Was ist das denn? Hä, das ist ja ein Riesending. Hä, wait. Da, aufheben. Ich hab ein Ei bekommen. Kommt da noch mehr raus? Bitte, gib mir noch mehr. Bitte. Ich will nicht nur einen, ich will mehr. Sind hier unten noch welche? Nein. Hä? Da, noch einer. Hä? Das ist Magie. Das ist ja awesome, das Ding. Habe ich bisher noch nicht... Da, noch einer. Die wachsen einfach aus dem Boden raus. Jetzt habe ich schon 3 Stück. Cool. Und das sind einfach random. Okay, das heißt noch nicht, dass es halt... Ne, ihr wisst schon, sind. Warte mal. Habt ihr das Level von 52er Turkey? Ja gut, das heißt, das... noch einer. Das heißt, es kommt nicht so Gutes raus. Na, egal. So, wir haben jetzt 4 Stück. Ich würde jetzt sagen, es kommt noch der hier und dann war's das. Warte mal. Geht das unendlich? Nein. Okay, 5 Stück kommen raus. Okay, das bedeutet... In Ei Nummer Uno. Was steckt da drin? Spawnst du? Ja. Was wird es sein? Schau wieder ein Wyvern. Ist diesmal ein Poison Wyvern. Oh, ja, cool. Ja, dann kommst du mal mit raus hier. Dann kommt das nächste Ei und es ist ein... Eule! Yo! 2 Stück, ey! Wie cool ist das denn? Oh, kommt raus, meine Kleinen, kommt. Komm. Ihr müsst groß werden. Ihr müsst groß und stark werden. Das Gute ist, zack, zack. Passt dann. So geht's halt ein bisschen schneller. Und ich bin sogar gute Dinge, dass das auch wieder was Cooles wird. Yo, Terrorbird. Cool. Ja, gefällt mir doch. Und ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt verlängert kommen. Oh, diesmal. Ninjuti. Nice. Hast sogar Blitze um dich herum. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und jetzt das letzte Ei. Was wird es sein? Komm, als letztes muss nochmal was richtig Nices sein. Come on, bitte. Zeig was Gutes. Komm, ich sehe schon die Blitze und so. Hä? 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 War das ein Wasserdino? Na, da hätte ich besser drauf gucken sollen. Nein! Okay, ein Dino ist leider verreckt. Mist. Also, wir haben einmal den hier. Ey, der sieht awesome aus. Jetzt müssen wir aber ganz kurz warten, bis die hier größer geworden sind. Weil ich würde die auch ganz gern sehen. Die sehen schon schnieker aus. Boah, schöne Farbe. Und dann halt der UTA. Nice. Ey, unser Base. Es wird immer größer. Räucherfleisch habe ich, glaube ich, nicht. Deswegen
packen wir dich ganz kurz rein. Dankeschön. Spazieren gehen. Ach komm. Und 100% fertig. So, jetzt haben wir alle auf 100%. Ja, sie verändern sich schon, aber ihr seht schon, ist schon nice, oder? Was man hier so bekommt. Das ist schon verdammt cool. Ich glaube, du müsstest mittlerweile eigentlich schon groß sein, wa? Ja, jeden Augenblick. Wait, man braucht für einen Sattel ein Ei von denen. Hä? Ich hab sogar ein Ei? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich ein Ei geholt habe. Aber ist egal. Somit haben wir den. Das bedeutet ja jetzt, wir geben das hier. Ja, ich habe das jetzt hier vorne hingestellt, weil ich musste gerade das eine oder andere halt machen. Gut, jetzt fängt es schon wieder an. Das machen wir jetzt so. Dann, wir gucken uns jetzt ganz kurz unsere an. Ja, ich habe ein bisschen Ordnung hier wieder geschaffen. Also, wir haben einmal hier den Newtie, der aber noch nicht voll ausgewachsen ist. Der braucht halt noch ein kleines bisschen. Ja. Ja, aber da haben wir ihn. Sieht sehr gut aus. Dann hier unsere Terrorbirds. Können wir die schon reiten? Nein, können wir natürlich noch nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann Schneeeule und Schneeeule. Ja, Männchen, 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 Männchen. Weibchen. Ach, guck mal, süß. So, dann würde ich sagen, wer ist denn von euch beiden besser? Ihr seid beide gleich, gell? Da testen wir euch doch mal ganz kurz aus. Denn ich muss ja ganz kurz einmal hier... Ne, ihr wisst ganz genau Bescheid. Ja. Okay, Sturzflug. Boah, schön. Die sind schön schnell, ey. Die sind richtig gut, ey. So, aber ich will ganz kurz was trinken. Dankeschön. Gucken wir ganz kurz noch, ob der Turkey noch etwas in sich hat. So, und wie schaut's aus, Kollege? Mach mal hin da. Sag mal. Aber Hungry Pill nehme ich auch gerne mit, weil das können wir eventuell gebrauchen, ne? So, wie stark bist du? 2800. Du bist ja instant tot. Ja, ja. Instant tot. Na, ist egal. Wir haben ja unsere Griffins. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Oh, ich muss kurz leveln. Leveln, leveln, leveln. Indominus Rex, du bist es. Oh. 1, oh, ja gut, da hauen wir auf jeden Fall ab. Nee, wir kämpfen jetzt hier ein bisschen im Redwood. Jagen uns ein bisschen die XP hoch und dann passt doch alles. Ja, hier, Toxic, komm her, ja, zack. Weg mit den Viecher hier. So, aber nicht alle, ne? Ihr seid nicht alle herzlich willkommen. Zum Beispiel, den könnten wir down machen. Ja, natürlich funktioniert es wieder nicht. Der Indominus Rex ist halt durchsichtig. Oi. Ja, warte mal. Zack. Warte, ich geh mal runter, ja. Zack. So, schön aufpassen. Schön aufpassen. Du machst das super. Ich hab's nackt überlebt. Aber ja, ich würde ja ganz gerne hier Dings hier tragen, Rüstung oder so. Aber ihr seht ja selbst, Rüstung meistens bringt nichts. Aber dennoch, wenn ich jetzt den hier gerade sozusagen überlebt habe, bringt es ja doch irgendwie was, wa? Naja, dann wollen wir doch kurz mal gucken, wie schnell wir die Level nach oben bekommen. Weil wir brauchen 95 Level. Vielleicht gibt es in dieser Folge einen fetten Bossfight. Aber wir müssen es erstmal testen, also von daher, ja. Freu dich nicht zu früh. Ich glaube, es wird heftig. Halt, hier sind echt viele Dinos, ey. Junge, sind das viele. Aber ich kriege keine Erfahrungspunkte hoch. Oh, ich habe hier noch einen. Kano. Komm her. Ja, meins. Dankeschön. Ich hätte dich ja, wie gesagt, gerne mitgenommen, aber leider funktioniert das hier ein bisschen anders. Indominus Rex, töte es. Ja, sehr schön. Aber... Ey, ich habe jetzt gerade schon so viele getötet. Ich krieg keine Level hoch. So, das sollte Drax, dich hatten wir ja schon. Danke und auf Wiedersehen. Ich krieg keine Erfahrungspunkte. Also kaum. Wir haben ein dickes Problem. Alpha Lightning. 55 tamed. Ich geh mal runter. Was hat denn das zu bedeuten? Hä? Es waren mehrere auf der Map schon mal. Alle, die mal... anfangs rot auf einmal waren. Ich steig mal ab. Es passiert nichts. Hey? Übernehmen? Was? Bist du auch? Oh, warte mal. Hey?
Wait, ich will mal kurz was testen. Hä? Alpha Dodo auch? Einfach so Ich verstehe es nicht. Ich nehm dich jetzt einfach mit. Dich nehme ich jetzt auch mit. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich das auch verstehen? Ich kann ihn aufheben, aber ich kann ihn nicht reiten, oder was? Wait! Vielleicht hat er auch bestimmt eine Fähigkeit irgendwie. Pass auf, den nehmen wir mit nach Hause. Wir können mal gucken, was der vielleicht kann. Aber ich verstehe das nicht. Aber ich habe schon mehrere solche gesehen. Stand da bei denen, die schon rot waren, bei den Alpha-Dingern auch schon tamed? Weil das wäre komisch. Wait, pass auf. Bull! Du kommst auch mal mit. Eventuell kann es auch sein, dass der auch etwas kann. Ey, Turkey hat wieder was. Geil. Yo, Bull, geh mal weg da. Die Eier müssen hier frisch rauskommen. Komm hier. Willst doch nicht stören, oder? So, ich glaube, das sollte das letzte gewesen sein. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Also, wir haben alles normale Eier. Außer eins ist underwater. Okay. Ja, es ist weg. Also, das bedeutet, die große Alpha-Ausbrütung findet wieder statt. Okay, und eins müssen wir gleich runterbringen. Ich packe jetzt alle halt hin, damit sie halt schnell ausbrüten können. Ich bin gespannt, was da wirklich rauskommt. Bitte, gib mir was richtig Nices. Oh, 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 Rino, Quette. Bulbdog. Yo. Bulbi, hi. Aber warte mal, da fehlen noch welche. Ein Troodon. Nein. Oh, Zwillinge? Nee. Ja, auf jeden Fall danke für den Kommentar. Ey, wirklich danke. Ich wäre halt niemals darauf gekommen, weil, ey, ganz ehrlich, wie soll man auch darauf kommen? Hi, Fische. Wie geht's, wie steht's? Ich muss ganz kurz hier einmal das Feuer entzünden, denn ihr kriegt einen neuen Freund. Ja, anscheinend so. Ja, es reicht noch von der Reichweite her. Gut. Habt ihr ein bisschen Fleisch gleich, was ihr abdrücken könnt? Dankeschön. Das ist voll nett und so. Gut, dann komm raus. Was auch immer du sein magst. Es ist ein Aal. Es ist ein Aal. Es ist einfach ein Aal. Das kann doch nicht sein. Ja gut, hätte sein können, dass wir was Cooles kriegen. Es ist vielleicht cool, aber ich weiß halt nicht, was es kann. Oder ob ich es auch reiten kann. Bitteschön. Er will spazieren gehen. Komm her, Kleiner. Komm her. Heute sind wir Eltern, okay? Heute sind wir gemeinsam Eltern und wir müssen uns um die Kinder kümmern, ja? Guck mal, wie viele Kinder ich jetzt schon großgezogen habe. Ich bin ein guter Vater, oder? Ja, ich hoffe, ihr meint es auch so. Oder etwa nicht? Doch, guck mal hier, den habe ich doch auch großgezogen. Ich bin gut. Ach stimmt, kannst du eigentlich Oh, du kannst wieder die Sicht machen. Sehr schön. Aber ansonsten kannst du halt nicht. Hä, aber warte mal. Stimmt. Die Attacke mochte ich. Das weiß ich nicht. Ich habe früher das, wo die das allererste Mal rauskam, habe ich das bei meinem Bruder gemacht, weil er noch keinen guten PC halt hatte. Und sein ganzer PC ist damit gecrashed. Ich fand das so geil. Aber ja, jetzt genau. Jetzt kommen die anderen kleinen Kinder. Die packen wir mal hier in der Nähe hin halt. Ja, ich denke mal, der Platz sollte hier genügen. Oh, Bulbdog. Aber hier, Alpha Lightning. Sehr, sehr schön. Aber dennoch, ein Quetzel haben wir bekommen. Kleines, wunderschönes Baby. Dann ein weißen Volirino. Sieht cool aus, sieht gar nicht aus wie ein Alpha. Dann ein Troodon, den ich glaube ich nicht reiten werden kann. Und dann ein wunderschöner Bulbdog, der so Glubschaugen hat. Oh, wie süß. So, was brauchst du denn, Kleiner? Spazieren gehen. Das können wir sofort machen. Du auch? Ja, kommst du auch gleich mit? Ja, kommt doch gleich alle mit. Ja, da bin ich gleich mal gespannt, was aus euch wird. Und Volirino, ey, nice. Und Quetzal? Hübsch. Wie stark bist du denn hier? Okay, mal gucken. Ja, man kennt ihn nicht anders. Ja gut, dass wir hier die Stelle ausgewählt haben. Hier haben wir genug Platz. Wer hätte auch gedacht, dass wir in den nächsten Folgen halt so weit kommen? Wer hätte das gedacht? Hä, Troodon ist schon fertig? Was? Sünde! Der Kleine, der bricht sich doch noch seinen Rücken. Glaubt ihr, der ist stark? Wir gehen mal ganz kurz ab in den Redwood rein, wir beide. Ah, wie stark? 2,5k. Ja, wir hauen ab. Okay, ich bin weg. Alles gut, Kano. Alles gut. Ich wollte das nicht. Ja, ja, wir hauen ab. Troodon ist leider nicht allzu stark. Dennoch, ja, ich will dich nicht verlieren. Deswegen ganz kurz ab zur Base hin. Alter, der Kano macht ja Ultra Damage. Junge, einmal draufgeschlagen. Beruhig dich doch. So, Bulbdog. Bist du schon fertig? Ja. Okay. Ich bin ein Bulbdog. Wie cool ist das denn? Aber er macht nichts.
Er kann kacken. Und er kann ein bisschen beißen. Ja, den lassen wir auch hier in der Base. Also das lohnt sich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber schön, ihr macht euch gut raus. Bin guter Vater, ne? Ja, ich weiß, dankeschön. So, mal gucken, wir brauchen Level 500. Wie soll ich das denn machen? Ich hab's gar nicht so weit hochgestellt. Ich muss kurz meinen Server ändern. Welcome at G-Portal. Ja, wie gesagt, ne, falls ihr einen Server sucht, ne, schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall etwas gemacht. Und zwar, die XP-Rate war auf Standard. Kein Wunder, dass ich nichts bekommen habe. Jetzt gehen wir nochmal ab in den Redwood und töten dort das eine oder andere. Hä, ich krieg ja immer noch keine Erfahrungspunkte. Hä, ich hab's auf 4 oder 5 sogar gestellt. Ah, ja, Sucker. Let's go. Jetzt fließen die Level wie am Schnürchen. Ja, perfekt. Ja. Oh, Mist. Mist. Alpha Dodo Wifan. Oh, hi, Pinguine. Oh ja, das gibt's auch nochmal schön XP, ey. Sehr, sehr nice. Dankeschön. Aber Alpha Dodo... warte mal. Wir müssen kurz weg hier. Hallo? Ich will teleportieren. Wieso funktioniert das nicht? Ich kann nichts machen. Ich will nicht... Ja, Level 27, okay, lohnt sich nicht. Ich kann nichts machen. Komm so runter, ich will dich töten. Ich würde dich gerne nehmen, aber... I'm so sorry, ich brauche die paar... Ich brauche die Erfahrungspunkte. Dodo Wifan, ich hole dich irgendwann wieder, ja? Ich hole dich irgendwann wieder, versprochen. Ihr müsst mich dran erinnern, falls ich den wirklich vergesse. Ach Mist, ich hätte den gerne jetzt mitgenommen, aber Level 27 bringt halt nicht wirklich was. Komm jetzt her. Hallo? Werde rot! Er wird nicht rot. Als ob er gefühlt Tupor hätte. Wait, der hängt dort fest. Genauso wie das da unten. Na, pass auf, wir können ja was testen. Einmal zack darüber. So, und ich hoffe, es passiert nichts. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hier fliegt Feuer runter. Da oben ist ein Phönix. Muss ich weg? Okay, alles gut. Alles tipptopp. Da! Ah! Hey! Oh, warte! Warte! Ach, danke schön. Ah. Nein! Nein! Ich wollte ihn retten! Es hat nicht funktioniert! Ach Mann. Aber ist egal, wir haben zum Glück noch mehr. Alter Schwede. Wo ich den gesehen habe, musste ich ihn sofort rufen. Es hat nicht funktioniert. Ruby, es tut mir leid. I'm so sorry. Wir haben nicht gut gelevelt. Mist. So, pass auf. Sattel mitnehmen. Wir müssen nur das Wichtigste mitnehmen. Oh, ho, 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 ho. Zeig dich doch mal endlich. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Schleim ist. Ich habe keine Ahnung. So, zack. Jetzt müssen wir ab nach Haus. So, da bin ich wieder. Neues Glück. Ich habe es viel höher gestellt. So, Ruby. Meister Ruby. Herkomm. Wir sind dran. Sollen wir sehen? Ja, ich glaube, das geht diesmal viel, viel schneller. So, hi. Geht jetzt nicht. Noch mehr Eier. Oh, random Egg. Nur einer? Mehr liegen hier nicht. Schade. Ich dachte, da liegt viel, viel mehr. Na, ist ja auch egal. Oh, warte mal, ich habe was Blaues angegriffen. Es ist tot? Wir sind einfach stark. Oh, Megalania exalted. Na, egal. So, alle erstmal töten. Ja, nice. Hä? Wer bist du? Warte mal, du hast jetzt Level 133. Wer bist du? Naja, dann... New Home, Dings da. Hä? Ich bin jetzt gerade buff. Was hat das zu bedeuten? Komisch. Alles dreht gerade durch irgendwie. 60.000. Okay, pass auf, ich teste es mal.
Bitte nichts herrufen, ja? So können wir es wenigstens mal testen. Okay. Okay. Nein! Okay, er wird sterben. Das tut mir leid. Entweder... Nee, warte, das wird nicht funktionieren. Und... Doch! Ruby hat überlebt! Nice. Es gibt zu viele gezähmte Kreaturen in diesem Ark. Gibt es nicht! Ich glaube, irgendwas stimmt mit meinen Einstellungen nicht. Na, dann würde ich sagen, wir testen mal ganz kurz etwas, ne? Einfach mal ganz kurz testen. Aber wir wissen Bescheid. Lila, Achtung. So, Ruby und Ruby. Angriff auf den Kollegen da. Komm mal, ihr braucht doch keine Angst haben. Ja, sehr gut. Ja, sie über... Okay, und ich bin weg. Ja. Elemental Heart. Sie haben irgendwas getötet. Sie haben irgendwas geschafft. Komm, jetzt gehen wir nicht auf die Nerven hier, Ameisen. Komm, kuscht euch. Sie kämpfen immer noch, oder was? Es passiert nichts mehr. Haben sie es geschafft? Sie haben es geschafft! No way! Ihr solltet sterben. Also, nicht, dass ich das jetzt wirklich bevorzuge, aber eigentlich solltet ihr sterben. Wir haben die Lunge von Yuti. Das ist schon mal sehr gut, weil ich glaube, das benötigten wir. So. Angriff. Angriff, Angriff, come on. Oh, er greift an. Ja, okay, Lila ist echt gefährlich. Lila ist sehr, sehr gefährlich. Nicht mit zu spaßen. Krass, ab nach Haus. Bye, bye. Da wollte er mich schnappen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sollte es ja eigentlich funktionieren. Es gibt zu viele gezähmte... Ich habe gerade welche getötet. So, Freunde, auf jeden Fall. Wir können jetzt das Ding herstellen. Und das tue ich jetzt auch. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert, wenn wir es gleich herbeschwören. So, ich habe es jetzt hier. Wir sind auf der anderen Seite der Insel. Und ich platziere das mal. Mal gucken, komm mal ganz kurz mit. Weil ich will es unten hin platzieren. Ich will es ja komplett sehen. So, hier scheint es gerade zu sein. Okay, das hier ist es also. Ja, ich glaube, der eine oder andere erinnert sich an so etwas. Sieht nice aus. Sieht wirklich gut aus. Jetzt aber die Frage, was ist da drin? Okay. Alpha-Bosses? Was? Dominus? Elemental? Oh Gott, nein. Wir müssen manche Bosse sehen wir öfters und wir müssen den bis zum... Oh, bitte nicht. Bitte nicht, was braucht man denn dafür? Tilakoleo. Ja gut, ist doch alles möglich. Ach du Heilige, was ist das denn? Diablo? Oh, wenn wir ihn töten, kriegen wir einen Dragon Ball. Oh. Kollege, das schaffen wir. Also, eventuell. 72, 62. Okay, pass auf. Ich zeige euch jetzt mal was. Ein Boss ist gespawnt. Gacha-Gott, Mini-Boss. Da! Upsi! Sturzflug! Oh! We did it. Okay, ich... Warte mal. Da war wieder so ein roter Rex. Oh, in der... Oh. Tamed! Alpha-Skelett! Giga! Er wird sterben. Er wird sterben. Er ist tot. Okay, alles, was rot ist, kann ich einfach mitnehmen. Aber wo sehe ich jetzt den Boss? Oh Gott, wir müssen weg hier. Wir müssen unbedingt weg hier. Ach, und ihr seht schon, ich habe die Effekte ausgemacht. Das bedeutet, wir bekommen die halt nicht mehr. Das ist cool, aber ich finde keinen Boss hier. Keine Ahnung wo. Ich würde sagen, hier jetzt einmal runter ganz kurz. Hi. Ja, wir hauen einfach ab. Einfach easy, einfach abhauen. Einfach abhauen. Ja, wir hauen ab. Ich habe keinen Boss gesehen. Überhaupt keinen Boss gesehen. Keine Ahnung, wo der Gacha-Boss ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir 72, 62 gemerkt. Er war nicht da. Ach stimmt, und wenn ich komplett vergessen habe. Ihn hier. Und zack. Sehr... Oh mein Gott. Zitteraal. Zitteraal trifft es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ach du Heilige. Ja, das Gute ist, wir können sehr, sehr schnell schwimmen. Das wird unser Held unter Wasser sein.
Aber vielleicht gibt es hier auch irgendwie gar nichts. Oh doch, da drüben. Hi. Wie stark bist du denn? 2 und... Oh. Okay, wir können... Warte mal. C ist ultimativ die Attacke. Er sieht schon tot aus in den Augen. Oh, guck mal. Ja, Kinders, kommt doch näher. Kommt doch ein bisschen näher. Ja, ja, alle. Es will keiner mehr. Dann C. Ja. Hat's euch geschmeckt? Ich hoffe doch mal. Ey, das ist... Der ist cool. Das bedeutet ja, Dunkleosteus könnte auch cool sein von der Schnelligkeit her. Aber ich glaube nicht so schnell wie der Zedal. Alter, der ist cool. Der wird uns in Wasser saven. Der ist cool, ey. Und gerade die Attacke, die ist nice. Hä, jetzt ist er wieder rot geworden. Eben gerade hatte er die Farbe nicht mehr gehabt. Komisch. Stimmt, kann ich euch eigentlich reiten? Nee, brauche ich einen Sattel, wa? Ja, ja, war ja klar. Hi, Mammut. Legenden-Mammut. Na gut, dann wollen wir doch kurz mal gucken, wie stark der Legenden-Mammut doch ist. Zack. So, Kinders. Rauf da. Hell yeah. Und ich würde sagen, Ruby und Ruby und Ruby. Alle rauf da. Oh mein Gott, der ruft die Dinger her. Tötet es. Wir müssen ja ein paar Stück halt wegkriegen, so deswegen halt, weil ich will unbedingt kurz die Eier noch haben. So, machen wir dich auch noch und dich auch noch. Weil zu viele brauchen wir ja davon auch nicht, weil nächsten Server stelle ich es ja eh um. Wir kriegen ja zum Glück genug davon. Aber haben wir ihn jetzt getötet? Ich will gucken, wir haben ja einige Dinos jetzt drauf geschickt. Wie viel Energie hat er noch? Ja, bis jetzt überleben sie ganz... Ja gut. Eine Riesenmotte! All die Pteranodons sind so... Ich habe keine Probleme mit dir, Legend Mammut. Ich komme in Frieden. Alter, sieht der gut aus und böse. Eieiei, da bin ich wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja einige Dinos jetzt getötet. Also sollte es ja so sein, dass die halt alle ausbrüten können. Hä? Verstehe ich nicht. Ja gut, dann müssen wir das echt in der nächsten Folge gucken. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber ja, wir haben den Bulbdog, Treodon, Volirino, Quetzal natürlich bekommt, den Yuti, dann 2 Terrorbirds, eine Schneeeule und die andere, die ist da drüben. Ja, und wie es weitergeht, das sehen wir dann halt noch. Den haben wir ja auch natürlich bekommen. Umsonst den ja genauso wenig. Und dann halt den Dodo in drin. Aber ja, was das jetzt irgendwie zu bedeuten hat, ich habe keine Ahnung. Aal haben wir zum Glück auch bekommen. Was doch in den Eiern steckt, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Nächste Folge, Bossfights. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder auch ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.